Hallo Freunde, ich begrüße euch. Ja, da im Augenblick diese Loadouts gerade in Mode gekommen sind anscheinend, werde ich auch einmal eines machen. Ich habe heute den BWG Birksieger dabei und da drinnen habe ich das, was ich eigentlich immer bei einer Tagestour dabei habe. Und das zeige ich euch jetzt einmal, was da alles mit drin ist. Ja Freunde, ich werde den Rucksack jetzt einmal ausräumen, lege hier alles auf und dann zeige ich euch das noch näher. Ja Freunde, das ist mein Tagesrucksack, wobei sich eigentlich nur der Rucksack ändert, aber ihr kennt mich ja, ich habe immer was anderes dabei. Ja, schauen wir sich das Ganze jetzt einmal näher an. Ganz unten liegt diese BW-Faltmatte. Die habe ich auch gerne hier dabei, da ich sie als Rückenpolster verwende. Dann gibt es noch eine BW-Faltmatte, die ist mit so Stoff überzogen. Die habe ich mir schon zugeschnitten, um als Sitzauflage oder so zu dienen. Dann habe ich sowieso auch noch diese kleine Sitzauflage dabei. Die wiegt nichts und kann man immer brauchen. Ja, hier drinnen verpackt habe ich mein Grillgitter, was ich immer dabei habe. Meine Flammschutzmatte kennt ihr natürlich auch. Und mein Schneidebrett vom Bernd. Ja, gehen wir weiter. Ich habe hier noch dabei mein kleines Snookback, mein Tab. Das ist das Stascha mit den Maßen 160x245 und hat gerade mal 370 Gramm. Also kann man auch als Biwaksack verwenden. Und hier drinnen habe ich auch noch drei Heringe dabei. Ja, zum Tab braucht man natürlich auch Schnüre und die habe ich hier in dem Säckchen herinnen. Da habe ich sämtliches Paracord dabei, was man halt so verwendet in alle möglichen Farben. Dann hier noch ein paar kleine Paracord-Stücke mit meinen Karabinern und Figur 9, um das schnellere Tab schnell aufzubauen. Dann noch die Outdart, die Matte. Die ist eine Nässe-Schutzmatte, die ist optimal. Ich lege die dann einmal auf und zeige euch einmal, wie groß das Teil ist. Ja, hier mein Zunderbeutel, der darf nie fehlen. Der ist natürlich auch immer sehr schön gefüllt. Arbeitshandschuhe kennt ihr alle aus meinen Videos. 0815. Dann habe ich je nachdem die LF heute mit einmal dabei. Das ist halt, kommt immer drauf an, das ist immer ein anderer Kocher, ob das jetzt die LF ist, die XL oder Solo Stove. Irgendwas ist meistens dabei. Dann habe ich noch die Nalgene, die Nierenflasche mit 1 Liter Wasser. Die ist auch dabei, wird wahrscheinlich in Zukunft, wenn es wieder wärmer wird, wahrscheinlich noch eine zweite dabei sein. Sicher, sicher, denn Wasser bei uns hier ist hier absolut rar. Dann noch einen Titanbecher. Den braucht man auch für mein Käffchen oder eben den E-Mail-Becher, je nachdem. Ein kleines Erste-Hilfe-Set zu meinen, für mich quasi angepasst. Da gehe ich aber jetzt gar nicht näher drauf ein, das müsst ihr euch ja jeder selber einrichten, wie ihr es braucht. Dann habe ich noch Taschentücher im Bäckchen. Mein Messer ist dabei, mein Enzo Trapper habe ich in letzter Zeit immer wieder gerne dabei, habe ich verdammt gern, und einen Feuerstahl. Dann geht es hier weiter mit einem Müllbeutel. Und ja, was haben wir hier noch? Hier habe ich noch so eine kleine Tasche. Das ist, kann man so aufklappen und kann man für diverse Sachen zum Sammeln oder so verwenden. Habe ich auch immer wieder dabei, falls ich irgendwas einsammeln will, dass ich das Ganze nicht in die Hose stecken muss. Dazu der Beutel. Jo, dann haben wir hier noch meine weiteren Titangefäße, die habe ich auch in so einen Rollbeutel untergebracht. Da habe ich noch einen 600 ml
Faltbecher mit dabei auf alle Fälle. Und da schauen wir uns gleich näher an, was da noch drinnen ist. Und hier in meinem kleinen quasi Essenspouch sind eigentlich nur meine Utensilien für Käfchen. Aber das schauen wir uns dann auch noch näher an. Ja, dann fangen wir da mal an. Hier habe ich von Esbit einen Löffel und eine Gabel. Sind die zum Fixieren. Einen kleinen Holzspachtel. Mein Käfchen natürlich. Hier habe ich noch Gewürze selbst zusammengemischt. Dann habe ich hier noch meine Tücher, die kennt ihr sowieso. Dann habe ich noch Kaffee Weißer dabei. Hier habe ich noch Zucker drin, also das sind so Candisinder-Blätter, die verwende ich schon seit Jahren, obwohl es nützt eh nichts, aber ist ja wurscht. Und ein Feuerzeug sind hier noch dabei. Jo, wenn wir das beiseite, holen wir das nächste heraus. Und zwar mein Kochset, aber das kennt ihr sicher schon. Hier habe ich einen kleinen Trichter dabei. Mein Bioethanol sind, glaube ich, 200 Milliliter oder so, keine Ahnung, 100, 150. Jo, dann einen Titan-Windschutz. Dann habe ich meine Evanew-Topfkreuz dabei. Dann habe ich noch von Evanew, den Botstand, habe ich den Oberteil mit dabei. Und mein Esbit-Topf, der 750 Milliliter. Mein geliebter Tox. Und mein umgebauter Drangier, das war der alte, den habe ich mir eigentlich quasi Standfuß gebaut, damit der etwas besser steht. Ja, im Endeffekt funktioniert das eigentlich prächtig. Ich brauche das nur drüber stellen. Verwende mein Topfkreuz, da es eigentlich optimal hier drauf passt. Und kann hier alles perfekt aufstellen. Ja, ich glaube, diese Matte verwenden sowieso schon mehr. Ich habe die mal gesehen beim Sascha WildhexTV, der Bernd vom Kanal Hahnen und Autor. Ja, ich breite die jetzt einmal aus. Also ich finde, die ist optimal von der Größe her. Ich habe zwar jetzt keine Maße im Kopf, aber die schreibe ich euch dann dazu. Aber ich sage einmal, die Matte ist groß genug, da kann man locker drauf liegen, also optimal. Ja Freunde, das war so viel zu meinem Loadout. Wir haben jetzt circa mit dem 1 Liter Wasser knapp 7 Kilo dabei und ja, das variiert, je nachdem wie schwer halt der Rucksack auch ist. Und in dem Sinn sage ich wieder mal, danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao Freunde.